wir sind jetzt hier am Stand der Firma Langendorf. Um genauer zu sein, sind wir nicht am Stand, sondern in einem Fahrzeug, in einem Sattelkofferaufbau. Und das ist aber nicht irgendein Fahrzeug, sondern das ist schon eine echte Spezialität. Und der Lennart Neugebauer ist bei mir. Lennart, grüß dich. Philipp, herzlich willkommen. Kannst du mir dieses Fahrzeug, den Flexliner, mal ein bisschen genauer erklären? Ja, der Flexliner ist eigentlich ein Sattelkofferauflieger auf Basis eines Inlader-Chassis. Das bedeutet, das Besondere ist die Achse. Wir haben hier eine Einzelradaufhängung, die wir seit Jahren verbauen im Inlader und haben kein durchgehendes Achsrohr. Das heißt, wir können den Platz zwischen den beiden Rädern oder zwischen den Rädern für Ladung verwenden. Das heißt, wir haben einfach mehr Platz für Ladung, wir haben höheres Ladevolumen, können mehr Fracht transportieren. Wir können 66% mehr Ladung transportieren als bei einem herkömmlichen Sattelauflieger. Das bedeutet, du kannst in drei Sattelkoffer das packen, was bei uns in zwei passt. Und das ist natürlich ein unheimlicher Effizienzgewinn. Du sparst einen LKW, du sparst einen Fahrer womöglich, du sparst vor allem Dieselkosten. Und das macht das Ganze so effizient. Wer fährt denn dieses Fahrzeug? Für welche Einsatzzwecke eignet sich das besonders? Also die meisten Kunden verwenden das für die Belieferung von Supermärkten oder Drogerien, weil die diese Rollis hier reinschieben. Ja. Hier das Fahrzeug, was wir sehen, ist einer für die Hub-to-Hub-Logistik, das heißt von Großzentrallager zu Großzentrallager, deswegen ist das ein Dreiachser. Letztes Jahr auf der IAA, da hattet ihr eine besondere Variante von dem Flexliner ausgestellt, den City-Flexliner. Genau. Wo ist denn der Unterschied zum Flexliner? Ja, wir bauen seit 2005 den Flexliner. In dieser Version, wie wir ihn hier sehen, unsere Ingenieure haben es jetzt geschafft, in diesem kleinen Radkasten, den wir hier sehen, diese Einzelradaufhängung auch noch als Zwangslenkung herauszubringen. Das heißt, wir haben hier zwei Achser mit einer Zwangslenkung und sind somit wesentlich wendiger und können in die Innenstadt damit fahren. So kommt der Begriff City Flexliner zustande. Kannst du uns denn schon einen kleinen Ausblick geben, wie es weitergeht bei Langendorf? Was kommt als nächstes? Habt ihr schon Pläne für einen City Flexliner? Entwicklungsmäßig, was jetzt kommt? Genau, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Wir wollen jetzt den City Flexliner, den wir bei der IAA vorgestellt haben, nochmal in einer anderen Version herausbringen. Das heißt mit einem anderen Radstand und wesentlich kürzer, um wirklich noch wendiger zu sein und in die Innenstadt zu kommen. Derzeit passiert das ja oft über Gliederzüge mit einem Drehschemel. Genau, da ist es schwierig, noch Fahrer für zu finden und mit einem Sattel ist das einfach wesentlich einfacher. Und natürlich vor der Diskussion CO2-Reduktion, Green Logistik und sowas, ist dieses Fahrzeugkonzept mehr und mehr gefragt, weil man einfach mehr transportieren kann bei der gleichen Fläche. Ja, spannend. Lennart, ich danke dir. Danke dir. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns noch ein bisschen um bei euch am Stand. Gerne. Schauen uns das Fahrzeug Komm an. Mit, wir schauen. Super, danke. Musik.